Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Darf ich vorstellen, meine Frau, bekannt unter dem Namen Christina Moni, Schauspielerin. Ihr könnt sie kennen unter in so Filmen, in so fantastischen Filmen wie Pestilenz und natürlich The Unexplainable. Pestilenz. Nein, The Unexplainable, ach, stimmt, ja. Wo sie einen Preis gewonnen hat tatsächlich. Wir alle zusammen. Ja, okay, als Cast. Wir haben uns heute zusammengesetzt, um etwas zu machen, was wir noch nie gemacht haben in all unserer Zeit, in dem wir zusammen sind. Fast 7 Jahre. Fast 7 Jahre lang. Sie weiß über mein Doppelleben, danke. Ich als YouTube-Star und Schauspieler. Wir machen was ich schon lange machen wollte. Wir schauen uns die Horrormythen an. Und zwar zusammen mit euch. Du hast die Horrormythen noch nie wirklich gesehen, oder? Ich habe sporadisch mal ein paar Folgen geguckt. Ich glaube, so 2, 3 oder so. Mhm. Aber vor allem chronologisch nie. Und komplett schon gar nicht. Eine Schande. Kann man so sagen, ja. Oder vielleicht auch besser für mich. Denn das wird sich zeigen. Ich bin auch gespannt. Wir wollen in unregelmäßigen Abständen die ganze Serie mit euch zusammen gucken, aber heute schauen wir uns die erste Staffel an, die ja nur aus 3 Episoden besteht. Und die schauen wir uns zusammen an. Ich habe die selbst schon ewig nicht mehr gesehen. Wir werden jetzt nicht so aufs Detail eingehen, wie ich da was gedreht habe. Das habe ich ja schon mal gemacht bei den Audiokommentaren. Die es nur auf der DVD gibt, die schon seit 10 Jahren vergriffen sind. Okay, die sind eh unaktuell, weil die hatte ich damals direkt nach dem Tränen gedreht, die Audiokommentare. Nach also, dem Tränen gedreht, ja. Nach den Tränen eingesprochen. Mhm. Die sind eh nicht mehr aktuell. Und ich finde es mal interessant, von jemand Außenstehendes, in Anführungszeichen, ja, wo die Horrormythen nicht wirklich kennt, das mal zu sehen. Es ist sehr viel Zeit vergangen. Gedreht habe ich die erste Staffel im Sommer 2012. Das ist schon eine Weile her, 12 Jahre. Jesus Christ. So sagen, ja. Und veröffentlicht habe ich es im Januar 2013. Und also vor über einem Jahrzehnt. Das ist krank. Das und klingt es, noch schlimmer. Ja, ich finde es toll, dass immer noch hier Leute sind in den Kommentaren und generell, die mir sagen, dass sie das gesehen haben als Kind stellenweise und es ab und zu sogar noch heute sehen. Und ich sehe es auch an Reaktionen, wenn ich die Horrormythen erwähne, da geht er ja geradezu ab. Das ist schon krass. Wie Schmitzkatze. Was denkst du erwartet dich bei den Horrormythen? Also, wir sehen schon ein Standbild auf dem Fernseher. Ja, das erste Frame. Ich erwarte Babyface Thomas. Oh ja, stimmt. Weil ich kenne ihn ja Gott sei Dank fast nur mit Bart. Mit Rauschebart, ja. Und ich weiß nichts. Ich bin einfach nur sehr nervös. Du bist nervös? Ja, weil ich nicht weiß, was da auf mich zukommt und ich Angst habe, dass es so cringe wird, dass ich mich nicht halten kann. Weil wenn ich cringe oder Fremdscham habe, dann eskaliert es ein bisschen. Also ja, schauen wir mal. Ich kann cringe versprechen, denn es ist für mich auch stellenweise cringe. Nicht alles, einiges ist tatsächlich cool, aber vieles ist auch cringe. Also wollen wir zurückgehen, ein paar Jahrzehnte, ein Jahrzehnt, und schauen uns zusammen die erste Staffel Horrormythen, natürlich mit dem Klassiker, die Legende von Holzschädel Hermann. Und da geht's los mit dem Poster von Blair Witch, das du übrigens anhast. Ja, ich habe dein T-Shirt angezogen. Oh, hast du mich gefragt? Nee, ich wasche sie auch. Stimmt, sehr korrekt. Natürlich musste ich... Die alte Bude. Ja, meine alte Wohnung. Oh, meine alte Wohnung. Die dreckigen Tapeten. Ja, die dreckig. Das ist auch eine Zeit, die Horrormythen. Oh, die Gardinen. Die Gardinen hängen meinen gesamten Zeitraum. Die komischen Becher. Oh, meine Plastikbecher. Das ist eine... Die Horrormythen sind für mich persönlich natürlich auch eine Zeitkapsel, weil ich da ja auch einen ganz anderen... Das war ja ein ganz anderes Leben, als ich heute führe. Andere Wohnungen, dich kannte ich noch nicht. Es war alles anders. Und das ist für mich natürlich super interessant. Ich versuche das zu hören. Oh, Entschuldigung. Sage mal. Du starrst einen an, als du die Seele eindringen wollen. Meine Güte. Ich merke, dass ich vor der Kamera noch nicht damals, da machte ich YouTube erst seit 2 Jahren,
und noch nicht ganz so frei war, wie ich jetzt zum Beispiel bin. Das merkt man doch. Und Gott, bin ich jung. Und Gott ist noch 12 Jahre erst. Und rasiert. Und rasiert, ja. Nicht gut. Ich erinnere mich, dass ich diese Intros, wo ich in der ersten Staffel gemacht habe, zweimal gemacht habe. Die ersten waren super cringe. Die waren noch viel cringiger. Die habe ich im Keller gedreht bei uns damals. Eine schauscheußliche Geschichte. Eine scheußliche, ja. Eine schauscheußliche. Ich weiß, dass die Horrormythen voller grammatischer... Grammatikalischer. Grammatikalischen Fehlern sind. Grammatikalischer Fehler. Grammatikalischer Fehler, weil ich oft ja einfach drauf losbrabble. Und da kommt manchmal Kauderwelsch bei raus, wie heutzutage. Ne? Das ist auch okay. Das ist okay. Es macht tatsächlich... Keiner redet perfektes Deutsch. Ja. Auch nicht die, die meinen, sie tun es. Nein, tut ihr nicht. Ja. Danke. Das war ein Kompliment. Ich würde auch nicht wegen einem grammatikalischen Fehler gleich die ganze Scheiße nochmal drehen. Meine Güte. Ich trinke da übrigens Multivitaminsaft. Das weiß ich noch. Warum? Keine Ahnung. Oh. Und ach so, das haben wir jetzt verpasst, aber wo ich erwähne, dass alles echt ist. Ja, das mit dem Zwinkern. Zwinker ich in die Kamera und. Das kenne ich. Das ist ja fast schon wie ein Running Gag. Ich dachte eigentlich, dass das. Also da war dein Vater! Ja, tatsächlich. War echt wo? Ja, den habe ich erkannt mit seiner Mütze. Das ist übrigens ein Ausschnitt aus Basement. Du Raudi. Ja, ich tue mein eigenes Zeug. Oh mein Gott, du siehst echt aus wie 13. Nein, ich war da aber auch schon verdammt nochmal 30. Wow, Magic. Das sieht so süß aus. Oh. Danke. Das war eine Szene aus dem Film Die Box. Episode 1, die Legende des Holzschädelhammer. Da habe ich die Titel. Also ich glaube, lesen können wir alle. Ja, ich wollte nur sagen, da habe ich noch die Titel eingeholt. Mein altes Auto, VW Golf. Den kenne ich gar nicht. Den hatten wir sehr lange. Das war ein Familienauto. Keine Ahnung. Oh Gott, das ist echt ein Teil mit das Haus hier. Das ist. Entschuldigung, ich triff da. Du redest so viel. Ja. Zu mir noch sagen, das wird kein Audiokommentar. Nicht so viel reden. Und vielleicht bist du doch selbst. Einer hier. Die Kameraanstellung ist mehr als scheiße. Ich hatte, glaube ich, keine andere Möglichkeit. Entschuldigung, musste ich mal gesagt haben. Ich glaube, ich wäre am meisten davon überrascht, wenn ich wirklich was finde. Ich meine, ich glaube wirklich nicht an Geister und Gespenster. Aber an jeder Legende ist ja meistens auch ein Wünschen Wahrheit. Und darauf hoffe ich natürlich. Ja, stimmt. Oh, das geht hoch an den Odenwald. Ja, ja, ja. Rechts ist der Friedhof, ne? Das ist, rechts geht's im Waldfriedhof, ja, genau. Ist aber auch im Dunkeln ist die Strecke echt gruselig. Ja. Also zwischen den Städten. Ja, auf jeden Fall. Oder den Stadtteilen. Erinnerst du dich, dass wir für Pestilenz an derselben Stelle gedreht haben? Ja, und genau, warte, ja. In der Kurve fliegt die GoPro runter. Ja, es gibt eine Szene Pestilenz, wo... Das sieht man in den Outtakes. Und auf der in den Outtakes, auf der Audio auf der Audiospur, hört man, wie das Auto stoppt, zurückfährt und die Kamera aufgehoben wird. Also es war eine Aktion für die Götter. War schon witzig. Sie hat es überlebt tatsächlich, die Kamera. Die geht noch. Die Kamera benutze ich heute noch. Dann geht's los. Oh Mann, ich bin mal echt gespannt, ob ich hier in dieser Wildnis irgendwas finden werde. Also entweder wird es jetzt absolut der Hit oder der größte Reinfall aller Zeiten. Ach, du siehst so niedlich aus. Oh, also bitte, ich weiß doch, nicht. Doch, wie so ein kleiner, süßer Bär. Ja. Oh Gott. Was war das denn? Ich zoome hin, wo... Warum? Das war so random. Ja, irgendwie schon. Ich habe eins unterschätzt. Und zwar, dass die Wanderei ziemlich anstrengend ist. Ich bin ja schon seit 10 Jahren... Ach, so klingst du schon, wenn du in den ersten Stock läufst. Also ich muss gestehen, dass der Weg dorthin tatsächlich... nicht wirklich lang ist, aber er ist sehr steil und deswegen war ich da wirklich außer Atem. Ist es nicht hinten in Elmshausen? Das ist viel weiter als Elmshausen. Oh. 2 Städte weiter. Also die genaue, viel weiter. Ja, ja. Also ich kann gerne sagen, in welchen Städten das gedreht ist, aber die genauen Locations kann ich natürlich nicht preisgeben, weil das Privatgelände ist und sowas. Oh, böser Thomas. Ja, ich habe natürlich überall Genehmigung gehabt. Safe. Aber jetzt fangen wir einen langen Prolog an über Holzschädelhammer. Ja, damit es nicht so langweilig wird. Ich habe die erste Staffel übrigens komplett mit Kenny zusammengedreht, der immer die Monster gespielt hat. Eigentlich war das eine Zumutung. Der ist ja auch 2 Meter groß. Der ist ganz passt, ja. Der war auch da natürlich dabei. Der hat auch in Pestilenz mitgespielt. Der hat auch den Pestdoktor gespielt.
Ach, man hört im Hintergrund irgendein LKW rückwärts fahren. Im Wald ein kleines Mädchen begegnet, das mit seiner Familie einen Ausflug hatte und hat dieses Mädchen entführt und so, wie die Legende es sagt, leider auch gefressen. Was wirklich ist, gefressen! Erfahren hatte, wollte er seinen Sohn sofort töten. Er konnte mit dieser Schande einfach nicht leben. Ja. Und, make totally sense. Make? Makes. Das ist der Englische an der Mainz. Und als der Vater ihn attackiert hat, hat er ihm sozusagen einfach den Kopf abgerissen, so sagt es die Legende, und hat den Schädel in irgendeiner... Warte, Holzschädel Hermann hat seinem Vater den Kopf abgerissen? Ja. Weil er ihn töten wollte, weil er ein Mädchen getötet hatte. Der Vater wollte seinen Sohn töten. Ja, ja, habe ich ja gerade gesagt. Und als Verteidigung hat dann einfach den Kopf klar, abgerissen. Standardverteidigung mache ich auch. Ja, es ist Holzschädel Hermann. Also wenn in Frankfurt jemand mit dem Messer kommt, mache ich das auch. Instant. Das ist ja auch nicht Holzschädel Hermann. Nein, Holzschädel Christina. Die Legende habe ich mir übrigens aus verschiedenen Sachen Inspiration genommen, wie Hatchet. Und Frankenstein? Nee, Hatchet, The Burning und natürlich Freitag der 13. Das ist ein Mischmasch, da habe ich meine eigene Geschichte draus gemacht. Und nein, ich meine, natürlich ist es echt passiert. Das Handy will ich gerne. Das ist 2012 Technology. Ich glaube, ich hatte da noch nicht mal Internet auf dem Handy. Und immer verwuchter. Ja, ich sag ja. Hier laufe ich tatsächlich langsam. Es sieht, die Kamera nimmt sich auf, aber es ist sehr steil. Oh Mann. Bis jetzt ist es trocken geblieben, aber es kann jeden Moment anfangen zu regnen. Das ja, das war ist das wichtig? Ja, weil ich da beim Drehen tatsächlich Angst vor hatte. Ich hatte nämlich keinen Regenschirm dabei. Oh, die Deutschen sagen doch, man sind nicht aus Zucker. Ja. Diese Drehlocation ist wirklich sehr cool. Die hat der Schauspieler von Mr. Sinclair mir gezeigt, wo die war. Und die ist sehr cool. Oh meine Güte, wann bist du endlich mal da? Ja. Wie lange geht die Folge? 10 Minuten, glaube ich. Es ist die erste Folge, ja. Wenn ich 9 Minuten davon gesuche. Ja, wenn man wo denn? Ja, die, in deinem Wald. Das, ja, die Kamera ist so, das ist so, die Lichtverhältnisse sind schwierig, ja. Einfach unfassbar. Ja, genau. Mit dem bloßen Auge, da, das ist die Grundmauer, sieht man doch da. Ach, du liebes die Legende ist wahr. Ja, klar, weil da irgendwas ist, ist das dann noch. Die sieht übrigens tatsächlich leicht ähnlich wie die Hütte in Blair Witch Project. So na, sicher nicht. Doch, so das Außending? Nein, nur weil es eine Mauer ist. Und ein Haus. Und es hat eine Mauer und es hat Fenster, also es ist Blair Witch. Ja, für mich schon. Die Graffiti hat mich immer gestört. Ja. Ich weiß übrigens bis heute nicht... Vandalen! Ich weiß übrigens bis heute nicht, was da die Hütte da im Wald macht, was das war. Ich weiß es nicht. Na, ein Wohnhaus war es eher nicht. Nee. Hat es da gebrannt? Weiß ich nicht. Das sind so Schienen und so... Ich glaube, es hat was mit Bergbau zu tun gehabt. Warum stellst du die da hin? Um sie nicht tragen zu müssen? Mann, das ist ja echt Wahnsinn hier. Nein. Um vorzubereiten, dass Holzschirmer Hermann gleich kommt. Ja, aber warum macht der Charakter das? Warum du das gemacht hast, ja, ist mir schon klar. Aber warum macht der Charakter das? Suspension of Disbelief, die war sehr schwer. Ja. Wahrscheinlich hört ihr das Wort schon öfter. Das ist Thomas' Lieblingswort. Suspension of Disbelief? Suspension of Disbelief. Wenn manchmal ich eine Frage stelle zu irgendeinem seiner Lieblingsfilme, wenn es einfach keinen Sinn macht, dann ist es die Standardantwort. Vor allem bei Buffy, Standardantwort. Ja, man muss einfach ein bisschen seine Fantasie spielen lassen und manches einfach nicht so genau Suspension drüber nachdenken. Da, deswegen steht die Kamera da. Hey, wenn ich der Typ wäre, hätte ich dich einfach runtergekickt. Der nimmt die. Ich hätte dich einfach weggekickt. Oder der den Kopf abgerissen. Der hätte aber eigentlich aus der Folge hätte man viel mehr machen können, außer... Eigentlich passiert in der Folge nichts. Oh, Spoiler! Oh. Hallo! Meine Güte, oh je. Oh mein Gott! Ja. Ja. Oh, Jesus Christ. Aber ich finde schön, dass der Kopf dieselbe Farbe wie die Umgebung hat, so ein bisschen. Was? Den hatte ich mir Monate vorher beim Weekend of Horrors gekauft und war ganz stolz drauf. Ja, der sieht cool aus.
Ja, wenn man genau hinguckt, natürlich nicht, aber von der Ferne sieht das richtig gut aus. Ja, es reicht, um Suspension of Disbelief hervorzurufen. Ja. Ich hab den. Weil macht natürlich keinen Sinn, dass der random da rumliegt, ohne dass was drauf ist, aber naja. Wie drauf ist. Nee. Ja, vielleicht kriegt der Herr Holzschemann, der haust ja noch da, vielleicht pflegt er den Schädel. Psycho-Style. Ja, siehst du, ich habe eine Erklärung für alles. Und jetzt kommt der große Schock. Kannst du mal aufhören zu spoilern? Da, oh. Hä, was ist denn das? Meine Güte, der Kenny hat sich aber ganz schön verändert. Das mussten wir übrigens, ich glaube, 10-mal drehen, bis das Timing wirklich gestimmt hat. Das kann ich mir vorstellen. Das war schon die erste Folge, krass. Gruselig. Und wo ist deine Kamera? Die habe ich wieder gefunden. Ach, oh Gott, da habe ich noch mit Standbildern, falls die Leute es nicht gesehen haben. Wie dumm. Das würde ich heute nicht mehr machen. Man sieht so eindeutig, dass das eine Maske ist. Ja, klar, ist ja auch eine Holzschädel. Das ging schnell, Folge 2. Im Hemd. Wie ich mich umdrehe. Warum schon wieder redest du? Ja, aber ich muss ja was sagen hier. Ich bin ruhig. Da redest du auch schon. Und schön, dass ihr wieder da seid. Ihr habt, wie ich sehe, den Schock des Holzschädel-Hermanns von letzter Woche gut verkraftet. Ja, mega Schock. Scheiße, was schon. Da merkt man eigentlich, das ist ja schon sarkastisch gemeint auch. Nein, voll ernst. Was mir damals im Juli letzten Jahres passiert ist, unvorstellbar. Ja, mir war einfach richtig schlecht. Habe noch heute, einige Monate danach. Es ist eine sehr tragische Geschichte. Es geht um einen alten Mann, der auf tragische Weise umgekommen ist. Kinder sind tragisch, aber so nicht alte Männer. Kommt noch. Episode. Ich möchte dazu sagen, dass die Bildqualität an manchen Stellen doch ziemlich schlecht ist, da das Ganze nachts gedreht worden ist. Und ich möchte auch meine. Ich war in dieser Episode sehr nervös und sehr ängstlich, das merkt man auch. Ich habe einige grammatische Fehler da drin. Oh, ich erwähne das in den Horrormythen schon? Wie gesagt, ich war sehr nervös, ich war sehr gespannt. Offensichtlich. Wusste ich nicht mehr. Und dann hatte ich auch noch einen kleinen Autounfall, was ihr gleich sehen werdet. Und deswegen ist. Gab so ein mega Crash. Kommt die Polizei? Ein Feuerwehr? Notarzt? Kommt gleich. Ich werde nicht spoilern, was gleich passiert. Heute, das ist nichts für schwache Nerven. Nichts für schwache Nerven. Mir ist doch einiges. Heftig. Was ich am liebsten rückgängig machen würde. Ihr werdet gleich selbst sehen. Also. Was rede ich da? Vor allem, wie lange redest du bitte? Das ist doch die halbe Folge schon wieder. Nein, ich glaube, meine Güte, ey, dass du dich nicht einmal irgendwie kurz fassen kannst. Komm mal auf den Punkt. Ich glaube, ich fülle auch ein bisschen Zeit, damit die Folge nicht ganz so kurz ist, weil. Ja. Da, die Puppe zwinkert. Obviously. Da ist doch dein Vater. Nee, das kenne ich. Aus dem nicht veröffentlichten Kurzfilm The Nightmare Man. Den habe ich nie veröffentlicht. Habe ich den jemals gesehen? Ich hoffe nicht, könnte jemand sein. Die Szene ist auch aus dem Film. Ich kenne doch sogar Hillbilly Massacre. Ja, das sind die Tiefen. Aber den kenne ich nicht. Ich weiß es nicht. Das ist ja. Der ist super peinlich. Also das Cringe-Faktor. Zeige ich dir. Episode 2. Der verfluchte Wanderer. War das falsch? Nein, das war richtig. Das war dein Vater. Ja, das da, ist. Da haben wir Picknick gemacht. Ja, an dem Baum. Bei dem Baum. An dem Baum haben wir mal Picknick gemacht. Genau, das war bevor unser Sohn geboren wurde. Ja, das war das letzte davor, Date. Also vorher. Ohne Kind. Unser, ja. Ohne Kind. Und. Ja, sei mal leise. Da haben wir gepicknickt und da ist eine Katze lang gelaufen und wir hatten Käse dabei. Ja. Und ich habe mir hinterher geschrien, dass sie stehen bleiben soll. Wir haben Käse. Und dann hat sie angehalten, hat mich super ängstlich angeguckt und dann ist sie. In einer Geschwindigkeit abgehauen, dass wir überhaupt nicht weiter konnten. Und seitdem ist es ein Running Gag. Wenn wir irgendwo draußen Katzen sehen, dann schreie ich immer, wir haben doch Käse. Ja, das ist einfach wirklich. Ich liebe Katzen. Das ist im Odenwald ist einfach eine perfekte Stelle für irgendwelche Horror-Found-Footage-Locations. Die Bollywood-Leute kommen doch auch hierher. Ja, die drehen manchmal in Heppenheim, oder haben Heppenheim schon gedreht, was alles da im Großraum von 20 Kilometern ist. Aber die Strecke ist vor allen Dingen sehr wirklich abgelegen und wieso fahre ich so langsam? Weil du immer fährst wie eine Schnecke. Ey, ich übertreibe es. Immer. Guck mal, ist ja auch dunkel. Oh Gott. Du fährst immer wie der letzte Horst. Naja. Ganz schlimm. Also ich finde, ich fahre sehr gut. Hä? Ich finde, ich fahre sehr gut. Nein. Ja, kann ja sein, aber ich finde nicht.
Alter, die Kamera hier fokussiert die ganze Zeit nicht fantastisch. Ich würde gerade sagen, ich sehe nichts. Ja, aber die Kamera nicht fokussiert. Ich habe wahrscheinlich hier, ja, ich hätte mal nicht den Autofokus anstellen sollen. Wie viel Uhr bist du dann gefahren, weißt du? In echt? Ja. Nein, es war, glaube ich, Dämmerung, also was weiß ich. Es war Sommer, also vielleicht 21 Uhr. 21 Durch einen Anfall erstickt? Ja. Boah, da wird einem ja ganz schwummrig. Ja, geil. Kommt einem ja vor, als hätte man irgendwie Acid genommen. Naja, bei dir ist nichts eine Raserstrecke. Hast du die Legende mitbekommen? Ja, dass der kommt zur gleichen Zeit und zum gleichen Tag. Enkel hat einen Großvater, ein Großvater hat seinen Enkel bei sich, der hat einen Asthmaanfall und er will schnell ins nächste Dorf und Medizin holen und Teenager überfahren ihn, weil sie nicht gesehen haben. Und das Kind stirbt auch. Und seitdem geistert der Großvater da rum und wandert. Siehst du, man kann das in 10 Sekunden erklären, warum brauche ich da 3 Stunden? Das habe ich, da habe ich gar keine Vorlage, das habe ich einfach so erfunden. Oh, die Kamera ist auf mich gerichtet. Mit Nightshot. Oh, das sieht aus, als hättest du 15 Tage nicht geschlafen. Ja, das ist echt du das Nightshot. Du kneifst die Augen so zusammen. Naja. Das ist die einzige Kamera, die ich gehabt habe, wo ein echtes Nightshot hatte. Okay, es ist soweit. Also es war, glaube ich, nicht dran. Was ist soweit? Ich komme jetzt auf die Strecke, wo der Wanderer gesehen wird, da wo er überfahren wurde. Von davon da kamst du doch gerade. Kann sein. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn, du bist doch gerade von der Strecke gekommen. Nee, ich hab... Natürlich! Du bist da rein und jetzt so rückwärts raus und fährst jetzt wieder dahin. Suspension of disbelief. Vielleicht hab ich einen Wheelie gemacht oder so. Du kamst doch... Bin ich bescheuert? Du kamst doch eben von dort. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Aber auch hier ist die Kamera viel zu niedrig. Oh, dein Schlüssel. Ja, der Schlüssel, der hat die ganze Zeit nur geklappert. Die Strecke ist auch geil, da habe ich... viel gedreht. Ey, man wird am liebsten drüber gucken, man sieht gar nicht richtig was. Ja, ich weiß. Du fährst nur in dieser gefährlichen Strecke fährst mit einer Hand. Ja, das war... Das sollte man der Polizei mal sagen. Da hatte ich noch kein GoPro. Das war 2012, Mann. Frau. Was passiert? Dass ich gleich kotze von der Kamerahaltung. Deswegen habe ich das am Anfang erwähnt, ich erinnere mich. Halterung fürs GPS. Ist das unser TomTom? Ja. Ah. In irgendein altes. Ey, was ist denn? Ja, wo denn? Verdammte Scheiße! Das ist ein riesiger Unfall. Mhm. Man hat's gesehen, ich glaube, im Schluss zeige ich wieder ein Replay. Was hat man gesehen? Dass da eine Gestalt da gewandert ist. Hab ich immer nichts gesehen. Ja, das ist ein bisschen dunkel, man hat's gesehen. Nee, hat man nicht. Doch. Ich hab's nicht gesehen. Ja. Also ich bin ja eine Frau, deswegen zähl ich das nicht. Schwer zu erkennen. Gibt's da Geräusche? Nee. Doch, Grillen. Das war echt eine Grill, oder wann? Ja. Scary Grillen. Oh, Kennzeichen. Ach, das hat mich nie gestört, tatsächlich. Das Kennzeichen gibt's schon lange nicht mehr. Guck mal, das macht mich so müde, dass ich schon gähnen muss. Boah, so langweilig. Na gut, die erste passiert auch nicht so viel. Was ist denn da los? Ja, ich gucke, wo der Wanderer ist. Guck hier! Oh. Ein Kreuz mit Wegbeschreibung. Das ist der Weg, wo es damals passiert ist. Genau an der Stelle. Genau an der Stelle, wo es passiert ist. Ich will weg. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss raus hier. Was sind das für Geräusche? Hallo? Bist du selber? Nix sieht man, gar nichts. Ja, habe ich ja am Anfang gesagt, nix. Der Folge. Gar nichts sieht man. Ich glaub nix. Ja, sag ich ja. Ja, das war cool. Da hat es wirklich geblitzt. Meine Güte. Man sieht es so nicht. Sag mal, was passiert? Ich sehe gar nichts. Ja, ich sehe auch nichts! Oh oh. Hast du es gesehen? Eine Hand.
Der stand da einfach rum. Man hat nichts gesehen. Da stand ein Mann im Mantel. Oh, ein Mann im Mantel. Ein Mantel oder ein Frautel. Das war Kenny. Hattest du nicht eben einen Unfall? Ja, so einen leichten. Wie soll dann das Auto ansprechen? Deine Hand. Oh, strange. So sieht es aus, wenn ich im Schwesternzimmer sitze und die Bewohner auf einmal irgendwas wollen, dann machen die auch immer so. Ohne Scheiß. Ich meine, da war ein Mann mit Mantel und eine Hand an meinem Fenster. Mega creepy. Ja, mir ist das auch viel zu viel. Ich kann es nicht mehr. Ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, aber ich hatte die Folgen 6 Monate auf der Festplatte und fand die so schlecht, dass ich die nie veröffentlichen wollte. Und, kann ich verstehen, ja. Ja. Deswegen hatte ich dann auch diese Intros neu gedreht und das ein bisschen sarkastischer angehen lassen. Überraschenderweise wurden das dann meine erfolgreichsten Videos aller Zeiten. Ja. Und danach hat es ja richtig Spaß gemacht. Eigentlich hat es auch schon Spaß gemacht. Aber man kann es einfach nicht... Da! Das ist mit Abstand die schlechteste Folge von den beiden, die ich bisher gesehen habe. Trägt der weiße Turnschuh. Vielleicht ist es der Enkel. Nee, das soll schon der Ding sein. Da ist ein Replay. Oh. Ja, man sieht schon was. Alter, also diese Replay-Kacke. Ja, das. Aber das erste hat man nicht gesehen. Und da sind wir ja schon wieder. Oh, du hast wieder was anderes an. Aber du hast es doch sicher alles am gleichen Abend gedreht. Ich kenne dich doch. Ich habe alles natürlich an einem Take, sieht man gleich im Hintergrund. Ja. Das ist genauso Ding. Ich habe mir einfach die T-Shirts in die Pullover gewechselt. Was schreibe ich dafür? Das ist alles Fake News. Ich habe meine ersten 2 Episoden abgedreht und habe überraschenderweise über meinen YouTube-Account eine Nachricht bekommen von einem User, dessen Namen möchte ich jetzt nicht nennen, der sich auch direkt, nachdem er mir die Nachricht geschickt hat, selbst wieder seinen Account gesperrt hat. Also ich dachte, umgebracht hat, kommt jetzt. Das ergibt keinen Sinn, ich hatte ja noch nicht veröffentlicht, die Folge. Dass ich mich aber wenigen Freunden überhaupt nicht erzählt habe. Ja, Suspension of Disbelief. S.O.D. Ich will gar nicht wissen, wie es um den Schreibtisch herum ausgesehen hat, wenn du oben so auf einmal aufgeräumt hattest. Gar nicht so schlimm. Aha. Ja, ist wirklich schon aufgeräumt. Dass er mir den Schlüssel per Post zuschicken möchte, er würde mit der Adresse. Ich habe das Ganze nicht für ernst genommen. Ich dachte, meine Freunde machen. Was für Freunde. Boah! Meine Haustür einen Umschlag ohne Absender mit einem Schlüssel und der Adresse des Parkhauses. Das ist mir jetzt schon zu kompliziert. Ich habe eine Nachricht bekommen von einem Typ, der seinen. Ja, das habe ich schon verstanden, aber dieses Ganze hin und her. Ja, vor allen Dingen, weil woher weiß ja, dass ich Geister jage, wenn ich noch keine einzige Folge Horror mit veröffentlicht habe. Das ist irgendwie. Das ist der, das, was du immer sagst. Ich wusste, was mich dort erwartet, habe ich einen Freund von. Aber das muss ich doch gemerkt haben. Ach, egal. Oh, Bodyguard? Okay. Bodyguard und Kameramann Kenia. Und Bodyguard ist ja auch. Ja. Der gute Kenny, der wollte eigentlich nie wirklich vor die Kamera, aber da konnte ich ihn so halb überreden. Aber ich habe sein Gesicht nicht. Das hast du mir auch gemacht. Ja, stimmt. Ich habe ihn nicht gezwungen. Mich schon. Nein, du hast dich angeboten. Das fand ich super nett von dir. Ja, weil ich dachte, du findest noch eine andere Lösung. Das war aber die beste Lösung. Ich mag Pestilien sehr. Aha. Angeblich spucken soll. Spuken! Ich habe diese Intros, die ich irgendwie finde ich lustig. Oh! Wow! Oh. Und vor allem blende ich gleich. Das ist ja mal hyper! Ja, mir wurde mal gesagt, dass die meine Horrormythen-Titel sich anhören wie Titel von John Sinclair. Wer ist John Sinclair? Ein fiktiver Geisterjäger, da gab es irgendwelche Romanheftchen. Ach so, ja, das lesen meine Bewohner doch. Ja, die sind schon relativ alt. Ja, die Bewohner auch. Wie die Heftchen. Ich benutze meinen eigenen Scheiß, also das ist echt scheiße. Wieso sage ich es, wenn ich es dann nochmal einblende? Gut, dass ich das in der zweiten Staffel nicht mehr gemacht habe. So, ich bin jetzt unterwegs. Alter.
Ich muss die ganze Zeit gähnen. Das ist, wenn man ein Kind hat. Und ich dachte wegen den Hormonen. Ja, das auch. 4.8.2012, das könnte tatsächlich das richtige Datum gewesen sein, wo ich es auch gedreht habe. Aber ich bin mir nicht sicher. Da warst du erst beim Friseur. Du siehst immer falsch aus. Das muss wohl so sein, weil so kurz bin ich meistens nicht. Weißt du, wo du langfährst? Wo? Ja, du kannst ruhig sagen. Auf dem Weg von Bensheim nach Auerbach. Richtig. Auf der Darmstädter Straße. Jetzt wisst ihr, wo ich da gefahren bin. Und das stimmt. Ja, ist echt gut, oder? Da vorne ist dann die Archip, glaube ich. Und aber ich weiß nicht, Subway. Ja, das zu der Zeit vielleicht. Ja, da, das war da. Betten? Ach, aber ich schneide. Oh, da ist ein Cut direkt vor dem Subway. Was ist das denn? Wir wollen jetzt nicht genau sagen, wo das Parkhaus hier ist, aber. Doch, und zwar. Yeah. Das ist ein größerer Schnitt. Aber ich weiß, wo es ist. Wie seid ihr da unten reingekommen? Der Herr Sinclair, again, der auch im echten Leben der Vater von Kenny ist, hat er dort einen Raum gemietet. Ja, welche Überraschung. Ja. Wieso frag ich überhaupt? Aber das habe ich, das war ein hätte Sinn. Ja auch der andere sein können. Ja, ich weiß. Der mietet ja auch gerne Räume. Ja, aber das habe ich mir, ich glaube, die mieten den heute noch. Muss ich mal Kenny fragen. Wozu? Um alte Sachen einzulagern. Dann schmeißt es weg. Nicht alle haben so einen Drang, um Sachen wegzuschmeißen. Doch. Oh. Alte Erinnerungen, Nostalgie. Ja, aber dann kannst du das doch aufs Geringste minimieren und bei dir zu Hause lagern und nicht in irgendeinem Raum. Aber vielleicht hast du keine Möglichkeit, weil du nicht so viel Platz hast. Dann würde ich einfach überdenken, ob du die Sachen brauchst. Manche Leute können sich von manchen Sachen nicht trennen. Ja, also ich bin ja nicht irgendwie eingebrochen. Ich hatte, das war der echte Schiss. Es war sehr schwer. Oh, was denn? Ich verstehe das nicht. Du hast doch Angst vor jeder Scheiße beim Autofahren. Ja. Jedes Mal, wenn wir in eine Großstadt fahren, muss ich das übernehmen. Und dann fährst du in einem Parkhaus, was eng ist, und hältst aber noch die Kamera und bist dann daraus so fixiert. Wenn ich drehe, bin ich in einer anderen Welt. Das stimmt. Das ist so lange. Ich weiß noch, wie wir einmal da in einem verlassenen Lost Place waren. Weißt schon, wo waren? Ja. Und du lässt mich da einfach alleine. Der rennt mit der Kamera vorweg, und zwar mit der großen, und lässt mich einfach mitten im Keller allein. Ich war so fast. Im Keller! Ich war so fast. Lässt er mich einfach alleine. Sorry, man. Der rennt nach vorne, und ich, Thomas, bitte bleib mal stehen. Und der rennt weit weg. Warte. Und am Ende redet er überhaupt nicht mehr mit mir, und ich stehe in deinem Dunkeln. So ein asoziales Verhalten. Ja, ich muss ein bisschen lernen, wenn ich filme, nicht ganz abzutriffen. Method Acting. Method, oder? Method. Method. Ja. Was hältst du davon, Kenny? Ja, nix, hat eine Garage, was soll er davon halten? Ich glaub, warum soll es denn da spuken? Ich weiß gar nicht, was generell die Legende da sein soll, irgendwelche. Ich hab's vergessen. Warum sind die abgedeckt, die Autos? Da vorne steht deins. Ja, aber der alte Golf. Ja, schon klar, aber wieso sind die abgedeckt? Weil die da Langzeit parken, die haben da, was weiß ich, Saisonautos oder was. Und warum sind die abgedeckt? Das ist so eine Garage. Ja, weil die vielleicht da längere Zeit, ein paar Jahre aber stehen. Aber warum sind die in der Garage abgedeckt? Damit sie sich einstauben, was weiß ich. Im Parkhaus? Frag die Besitzer. Ich weiß es doch nicht. Hä, ist Parkhaus nicht ähnlich wie eine Vitrine? Ich kauf mir ja eine Vitrine. Was? Naja, aber ich kauf mir ja eine Vitrine, um die Sachen drin nicht abstauben zu müssen. Und damit ich die schön hinstellen kann. Ich weiß es nicht. Guck mal, jetzt ist das Licht ausgegangen. Ist eine Garage da nicht ähnlich? Theoretisch schon. Ja, warum decken die das dann ab? Ich weiß es nicht, ich habe kein Auto. Und warum vor allem, ich verstehe das alles nicht. Es geht mir jetzt schon wieder so auf den Sack hier. Das Licht ist ausgegangen. Ja, weil ihr so lange schon da drin rumlungert. Nein, guck, es geht nicht. Ich habe mich wirklich gedrückt. Ich weiß. Das ist doch zum Kotzen. Ich glaube. Wieso ist das Licht im Auto an? Weil noch irgendeine Tür offen war. Batterieverschwendung! Batterie! Dann stehst du da drin, kommst nicht mehr raus, weil die Batterie leer ist, und genauso sterben die Leute in Horrorfilmen. Genau. Super gemacht. Ist ja auch einer. Das ist doch kein Horrorfilm. Ja, eine Horrorserienfolge. Ich glaube, ich hatte für die Folge nicht so viel Konzept, muss ich ehrlich gestehen. Hattest du überhaupt für die erste Staffel irgendein Konzept? Ja. Klar. Na klar, ich habe eine Seite auf dem WordPad geschrieben. Pro Folge, eine Outline, immerhin. Sogar pro Folge. Da ist die übrigens die Box aus die Box. Ich verwende meine Requisiten gern 2-3 Mal. Eine Hommage an mich selbst.
Eine Hommage. Ja. Oder ich hatte einfach keine Requisiten mehr. Oh, das ist so dumm, ich erinnere mich. Was denkst du, ist da drin? Eine Pistole. In the room. Dann schauen wir. Ich leg meine Kamera zeigen. Nee, nee, nee. Ein Gummibärchen? Nein. Ein benutztes Kondom. Obwohl es gar nicht, also Gummi ist gar nicht so verkehrt. Ein benutztes Kondom? Nein. Bäh. Eine Gummihand. Ist die. Das wirkt sehr authentisch. Oh, das ist derselbe Soundeffekt wie in Basement tatsächlich. Kann man sagen, dass es dein Lieblingston ist? Ja. Klopfen aus dem Keller. Ja, das ist von meinem ersten Film Basement, das Soundeffekt. Und den habe ich gemacht, indem ich mit der Hand gegen die leere Badewanne Der Soundeffekt ist sogar von dir? Ja, den habe ich selbst gemacht. Der ist von mir. Hallo? Oh mein Gott, wieso macht ihr da einfach die Räume auf? Das war das angemietete Teil. Ach, solche Sachen hat er da verstaut. Ja, er hat Seife verkauft. Oh, oh, die Tür ist zu. Ich weiß nur, dass die Schreierei... Irgendetwas zieht mich. Ah! Das ist eine Hommage an Star Trek. Kenny, ich lieb's, echt. Das ist eine Hommage an die Folge Die schwarze Seele. Data, irgendetwas zieht mich. Jetzt hört man so, hörst du das Grunzen des Dämons? Ja, ich höre dieses Grunzen. Was soll das sein? Ein Grunzen der Dämon. Ja, das kann ich besser. Ich hab's da aufgenommen. Gott, wie so ein Wild. Das klingt wie ein Wildschwein mit Schweinepest. Also, bitte. Oder wie heißt die? Schweinepest. Südafrikanische Schweinepest. Oh nein, Kenny. Ist er tot? Oder ist er echt? Er ist echt und nicht. Was war denn? Was ist passiert? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Jetzt geht auf einmal das Licht an. Das gibt's nicht. Komm, dann hau mal ab hier. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Batterie von der Karre nicht leer ist. Was mach ich mit der Hand? Ja? Was machst du hier mit? Ja, genau, was mach ich denn mit der Hand? Scheiße, steig an, ich tu das jetzt sorgen. Schmeißt du die jetzt einfach da rein? Nein. Ich tue sie entsorgen. Ich hasse das, wenn man das sagt. Ich entsorge. Ist genau wie mit diesen ganzen Harzern aus Rostock oder so ist es, glaube ich. Ja. Die machen auch immer alles mit Tun. Du meinst die Sendung Harz oder Herzlich? Ja. Die machen immer alles. Ich tue sie lieben. Ich tue sie. Ich tue einkaufen gehen. Und irgendeiner hatte doch in einem Satz irgendwie dreimal das Wort tut. Ja, auch ich war nicht. Immer so gut drauf. Du bist das Einzigste, was ich liebe. Verpiss dich, ich hasse das. Fahr einfach durch. Das wäre ein schönes Ende gewesen. Einfach durchfahren. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oh ja, gerne. Bitte, bitte. Ja, dann das war die erste Staffel. To be continued! Hey! Also, das war jetzt die erste Staffel. Wie geschädigt bist du jetzt? Also, es geht noch. So einfach fast... Nur langweilig. Wow, okay, stimmt schon. Ein bisschen nichtssagend. Ja. Du hast mir gefallen. Oh, danke. Und Kenny fand ich auch sehr sympathisch. Ja. Vor allem war, glaube ich, das Spannendste sein Gesicht, weil ich habe immer versucht, sein Gesicht zu sehen. Aber ja, ich habe ihn ja extra nicht so erwartet. Ja, aber das war ja sehr witzig. Ja, also, das war interessant. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, die nächsten Staffeln werden besser. Ja, ist ein Hauptproblem, was ich immer hatte, dass es passiert tatsächlich nicht mehr so viel, aber es kommen noch ein paar Folgen, die finde ich. Da bin ich sogar sehr stolz drauf. Also die Folgen, die ich gesehen habe, die sind mir gut in Erinnerung geblieben. Also von daher. Ja, in der ersten Staffel, wie gesagt, ich fand es ja persönlich so schlecht, dass ich es gar nicht veröffentlichen wollte und habe es dann nur eigentlich hochgeladen, weil ich keinen anderen Content hatte. Und dann haben die ein Eigenleben entwickelt, was wirklich cool war. Ja. Und in der zweiten Staffel geht's ab. Da kommen Killer-Clowns, Geisterzüge. Geisterzüge? Nein, Geisterbahnhof. Und noch mehr Wald. Ja, klar.
Und ein neuer Charakter. Ich weiß welcher. So viele Grüße gehen raus. So viele, so viele Charaktere gibt es in Horrormythen nicht. Ja. Nee. Das war's. Wir machen in zeitnah, schauen wir weitere Folgen. Mal gucken, ob wir dann die ganze zweite Staffel gucken oder ob wir das splitten, wenn wir sehen. Danke fürs Zusehen. Die Horrormythen leben irgendwie schon. Sie leben. Würdest du neue Horrormythen-Folgen schauen wollen? Wenn ich nicht mitarbeiten muss, von okay. mir aus. Also wenn du das dann alleine machst. Wenn ich die Zeit habe, irgendwann mal. Peace out. Hast du noch was zu sagen? Namaste. Adios, amigos.